Ein neues Jahr, ein neues Update. Das erste Update von Prison Architect kommt in diesem Jahr mit der Versionsnummer 29. Gleich zu Beginn haben die Entwickler von Prison Architect angekündigt, dass sie in diesem Jahr die Alpha beenden wollen und die Version 1.0 veröffentlichen wollen. Dazu soll Prison Architect auch für andere Plattformen wie iPads, Android-Tablets und die Konsolen erscheinen. Beinhalten werden diese Versionen bestimmt auch die neuen Features aus der Alpha 29, die ich euch jetzt vorstellen werde. Im letzten Update hat man ja die LKW-Fahrer eingeführt, die aber nicht das Problem der LKW-Staus gelöst haben. Deswegen hat man jetzt dafür gesorgt, dass mehrere LKWs parallel auf- und abladen können. Als nächstes wurden gleich drei neue Räume, zwei neue Lehrgänge bei den Programs und ein neuer Job für die Gefangenen hinzugefügt. Raum 1 ist die Kapelle, die als Gebetsraum für die Gefangenen dient. Mit ihr kommt auch der neue Lehrgang, Spiritual Guidance. Diese sorgt dafür, dass ein Priester sozusagen einen Gottesdienst abhält. Um diesen Gottesdienst halten zu können, wurden auch neue Objekte eingefügt. Ein Altar, Sitzbänke und Gebetsmatten. Um das Paket zu komplettieren, gibt es nun auch das entsprechende Bedürfnis dafür, Spirituality. Einen anderen positiven Effekt hat die Kapelle auch noch, denn die Gefangenen, die bei einem solchen Gottesdienst waren, nehmen Einfluss auf andere Gefangene und sorgen dafür, dass diese nicht so schnell versuchen, jemanden umzubringen, auszubrechen oder ähnliches. Raum 2 ist die Bücherei. Sie dient als neue Arbeitsmöglichkeit für die Gefangenen. Denn alle Bücher, die geliefert oder von Gefangenen ausgeliehen und zurückgebracht werden, müssen erst in die Regale einsortiert bzw. aussortiert werden, wenn sie kaputt sind. Durch das Aussortieren besteht auch immer eine bestimmte Verlustrate an Büchern, die dann wieder neu angeliefert werden müssen. Um die Bücher zu sortieren, wurde deswegen auch ein Büchereischreibtisch und die bereits erwähnten Regale hinzugefügt. Ein neues Bedürfnis kann man mit der Bücherei auch befriedigen, und zwar Literacy. Der letzte Raum ist der Parole Room, denn es besteht nun die Möglichkeit, dass Gefangene auf Bewährung entlassen werden können. Nachdem bei Programs der dazugehörige Lehrgang aktiviert wurde, kommen unter anderem der Gefängnisdirektor, der Chief und der Gefangene in diesem Raum zusammen und diskutieren darüber, ob der Gefangene früher entlassen werden darf. Dieser Raum benötigt lediglich ein Visitor Table, um zu funktionieren. Jedoch bestehen auch zwei Risiken, dass der Gefangene rückfällig wird nach der Entlassung und dass der Gefangene den Direktor angreift und eventuell auch tötet. In Fall 1 muss man $10.000 Strafe zahlen, wird er aber nicht rückfällig, erhält man dagegen aber nur $3.000. In Fall 2 besteht nur die Möglichkeit, das Spiel zu verlieren, wenn drei Direktoren gestorben sind. Deswegen sollte man jetzt umso mehr darauf achten, wie hoch die Rückfallwahrscheinlichkeit bei seinen Gefangenen ist. In der Statistik wurde nun auch eine Anzeige eingefügt, in der gezeigt wird, wie viel Prozent der entlassenen Gefangenen rückfällig geworden sind. Das war's nun auch schon wieder vom ersten Prison Architect Update in 2015. Wie immer würde mich von euch nun interessieren, was ihr von dem Update haltet und was ihr an diesem Video von mir noch verändern würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch einen Like da und für mehr Videos sogar ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Prison Architect Update Video im nächsten Monat.